Ach, da soll ich mich hersetzen? Alles klar, alles klar. So. Und die darf man dann nehmen? Dankeschön. Ja, grüß Gott, ich bin der Willi. Muss ich da reinschauen? Da reinschauen, ja. Grüß Gott, ich bin der Willi, ich bin der Besitzer vom Kirchenwirt. Ja, Bier trinken. Bier trinken ist schon eine Sache für sich. Ich lebe davon, dass ich andere an Rauschern saufen, aber einen kontrollierten. Ich weiß ganz genau, wie viel bei mir in jeder vertragt. Manfred, 12 große, Norbert, 12,5. Und wenn der Hannes einen guten Tag hat, können es auch schon 15 sein. Ich meine, ich persönlich saufe mir auch gerne einen Rausch an, auf die Kosten von meiner Gäste. Wieso denn auch nicht? La vita è bella, das Leben ist schön. Aber was so vor kurzem mit der Marianne passiert ist, das lässt mich dann doch wieder dran zweifeln. Geht? Gut. Hallo? Ich bin der Philipp. Also Philipp mit Doppel-P. Ich werde jetzt bald 16. Und mein Freund, also mein Kumpel, no, ja, der Rudi, hat mir versprochen, dass wir zu meinem 16. Geburtstag ins Wirtshaus von seinem Papa gehen und ich mir so viele Bier bestellen darf, wie ich nur trinken kann. Nur speiben darf ich nicht, ja? Sonst muss ich die Rechnung zahlen. Ja, 100% legal. In aller Öffentlichkeit Bier trinken. Das ist schon was anderes, als immer mit dem Moped irgendwo in den Wald fahren zu müssen und das lauwarme, viel zu viel durchgeschüttelte, billige Nonnen-Dosenbier zu saufen, was ich immer bei uns aus dem Keller fladder. Habt ihr das jetzt aufgenommen? Habt ihr das jetzt aufgenommen? Könnt ihr das rausschneiden, bitte? Oder bitte sagt einfach nichts der Mama. Bitte was? Dame? Was für Dame? Ein Name? Ja, Bulli, sag das doch gleich. Hast du was zu schreiben? Ilse Crescentia Fürbittner. Fürbittner. Ma. Die Marianne. So tüchtig. So geschäftig. Na. Wie ja Für bei uns im Verein. Aber gerade deswegen hat sie am Montag nicht mehr. Falsche Schlungen haben sie gesagt. So überdraht und immer gut aufgelegt, dass du am liebsten eine gebracht hättest. Also, so ein Kleid. Wo soll ich hinschauen? Da. In die Kamera? Ja. Hallo, mein Name ist Beate Hohrenmann, zu Hause in Ameisenweg 7, keine Adresse. Ah ja, gut. Dann eben nur Beate. Ich glaube, mein Mann ist ein heimlicher Alkoholiker. Ich kaufe immer 3 Dreh von dem billigen Nonnendosenbier. Nicht, weil ich Geld sparen will, also gut, das auch, aber ich trinke das Bier ja nicht. Ich verwende es für meine Haare als Spülung. Kräftigt und schenkt Glanz laut Brigitte, der Zeitschrift. Nicht meiner Nachbarin, die heißt auch Brigitte. Aber in letzter Zeit verschwinden immer mehr Dosen bei uns aus dem Keller. Und das, obwohl mein Mann eh schon 5-mal unter der Woche und 2-mal am Wochenende im Wirtshaus ist. Zum Glück weiß unser Sohn, der Philipp, nicht, dass sein Papi ein Problem mit Alkohol hat. Der arme Fipsen. Grüß
unserem großen Dorffest. Das Bier ist angestochen, der Spaß nimmt seinen flüssigen Lauf und auch heute spielt der Nepomuk für euch wieder seine unschlagbare Nepomucke. Ja. Dieses Lied, das ist speziell für dich, Marianne. Wo immer du auch bist, du warst mein Herz, mein Ein und Alles. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Es ging Millionen von Sternen. Unsere Stadt, sie hat 1000 Laternen. Gut und Geld gibt es viel auf der Welt. Aber dich gibt's nur einmal.